Kriminelle aus Marokko und Algerien lachen die Schweizer Behörden aus. Ohne gültigen Pass- oder Rücknahmeabkommen können sie ihr Unwesen in der Schweiz treiben. Doch wie stoppen wir den Asylirrsinn? Das sehen wir jetzt in einer neuen Folge von «Auf den Punkt» mit mir, der Camilotti. Bleibt dran! Zwei verletzte Polizisten. Unzählige Diebstähle. Darunter der Diebstahl von einem Portemonnaie an einer Hochzeit und ein Raubüberfall an einer älteren Ehepaar. Das ist nur ein Ausschnitt aus der Verbrecherkarriere von Mustafa aus Marokko. Doch das Entscheidende ist, all diese Verbrechen hätten verhindert werden können. 2016 hat nämlich der Mustafa einen negativen Asylentscheid bekommen. Sein Asylgesetz ist abgelehnt worden, er hätte die Schweiz verlassen. Doch wer meint, der Mustafa hat auch nur eine Sekunde in Marokko verbracht, der muss sich leider enttäuschen. Auch noch 3 Jahre später ist der Mustafa da in der Schweiz und arbeitet fleissig an seiner Verbrecherkarriere. Der Fall Mustafa ist für mich symptomatisch für den Asylirrsinn, den wir in der Schweiz haben. Abgewiesene Asylbewerber und Kriminelle können oft nicht ausgeschafft werden, weil dann ihre Heimatländer sich querstellen. Trotz rechtsgültigem Ausschaffungsbescheid verweigern genau Länder wie Marokko die Rücknahme von diesen Verbrechern, weil es eben kein sogenanntes Rücknahmeabkommen gibt. Die Schweiz hat mit 64 Staaten Rücknahmeabkommen, doch genau oft mit Ländern, wo man viel Rücknahme hat, hat man eben nicht so Verträge. Der Fall ist genau bei Marokko. Das heisst, man muss auf die Freiwilligkeit hoffen von diesen Ländern, dass sie eigentlich die Leute zurücknehmen. Doch ganz ehrlich, welches Land wird freiwillig, wenn es nicht muss, seine Verbrecher zurücknehmen, oder? Wir müssen also darauf hoffen, dass der Mustafa freiwillig die Schweiz verlässt, weil die Schweizer Behörden sind hemmungslos, Marokko würde nämlich nicht zurücknehmen. Wir müssen also als Gesellschaft darauf hoffen, dass der Mustafa geht. Oder sonst müssen wir eigentlich seine Verbrechen hier erdulden. Es kommt dazu, dass es nicht nur an Marokko liegt, sondern auch, dass die abgewiesenen Asylbewerber oft auch sehr mit grossem Elan an ihrer eigenen Verhinderung der Ausschaffung werkeln. Weil oft gehen Reisedokumente, die für eine Ausschaffung benötigt werden, wie Pass oder ID, ganz mysteriös verloren. Und man weiss nämlich, es ist extrem schwierig, bei Staaten wie Marokko wieder an gültige Reisedokumente zu kommen, damit wir überhaupt jemanden ausschaffen können. Für mich ist es ein völlig inakzeptabler Zustand. Es braucht nämlich ganz, ganz dringend Massnahmen, damit wir eben den Mustafa hier in der Schweiz nicht mehr erdulden müssen, damit er da kein Verbrechen mehr begeht. Eine Möglichkeit wäre, dass wir sagen, Staaten, mit denen wir kein Rücknahmeabkommen haben, denen streichen wir die Entwicklungsgelder. Wir zahlen nämlich Milliarden von Schweizer Franken an Entwicklungsgelder. Geld, das wir hier in der Schweiz brauchen könnten, das wir zum Beispiel könnten brauchen, um die AHV zu sanieren, und lassen uns aber trotzdem auf der Nase rumtanzen. Wir zahlen, behalten noch die Kriminellen und eigentlich Marokko lacht sich ins Füßchen. Und das kann es für mich nicht sein. Wir müssen griffige Massnahmen haben, damit wir den Asylirrsinn stoppen können. Was denkt ihr? Ist das eine Lösung? Sollen wir die Entwicklungsgelder streichen, wenn da keine Kooperation besteht? Oder wäre es völlig der falsche Ansatz, weil das eigentlich dann vielleicht genau die Schwächsten trifft? Sagt mir, was ihr denkt in den Kommentaren. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Das war es von «Auf den Punkt» für diese Woche und wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dann!